Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Keller im Kopf. Ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ja, heute geht's mal weiter mit Dungeon. Und zwar Rocken. Kurz starten. Wurde also schon gefunden. Das ist Rohr mal einfahren, ne? Das ist logisch. Wir fahren mal dahin, wo wir aufgehört haben. Wollen wir so richtig rumfahren, mal schauen. Ja, ich habe nur 4 Felder, ne? Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Ist wie gesagt aktuell ein bisschen eintönig. Muss ich mal schauen, ob es auch Missionen gibt. Ne? Gibt ja hier die Kategorie Planung, Quest, Keller. Und daher wäre schön, wenn was kommen würde. Dann könnte man ab und zu mal was anderes machen, ne? Ja, das sieht nur so komisch aus. Das Getreide ist da. Das ist nur... Wie soll er denn? Die Grafikkarte entlasten. Mal gucken, wo ich aufgehört habe. Das weiß ich nicht mehr genau. Schon so lange her. Ja, wie man sieht, hätte ich oben anfangen können, ne? Aber gut. Mal kurz die Lenkung aktivieren. Also aktivieren. So ein bisschen ruckelig, er schrumpft auch ein bisschen. Vielleicht gibt es da auch ein Update für. Diesen Fehler hatten wir LS auch gehabt früher. Lenkung aktivieren. Mal schauen. Ja, das kann man besser sehen. Also hier unten rechts gehen wir auf T. Auf T heißt Tempomat. Lenkung aktiviert, denke ich mal. Und zwar hier unten die Geschwindigkeiten. Also bei 2T würde er 15 km/h fahren und bei 3T 35. Ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Was es jetzt für einen Sinn macht, ne? Wenn wir jetzt hier zu schnell fahren und so vielleicht Ertragsverluste einfahren könnten. Ja. Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt aktuell auch keine Hinweise, wenn man zu schnell fährt, dass man da weniger hat an Verlust. Ich weiß, im Tutorial war man mit Ballenpressen, wenn man zu schnell gefahren ist, dass man da die Ballenpresse verstopft ist, ne? Und hier ist aktuell kein Hinweis. Ja, zurzeit arbeite ich noch alleine. Ich denke mal, das wird auch so lange, so schnell nicht, sich auch nicht ändern. Weil schlechtweg die Einnahmen nicht da sind, ne? Wir haben nur einmal im Jahr die Einnahme vom Verkauf. Und das ist nicht viel. Im Grunde brauche ich mehr Fläche, damit wir mehr Erträge einfahren können. Ja, nochmal schönen Dank fürs fleißig reinschalten und reinschauen. Und ab und zu mal liken. Ja, ist ja auch hilfreich für den Kanal. Haben wir eine Bahnlänge 2500 26. Noch mal kurz testen, meine nächste Bahn mit 15 km/h ist eigentlich zu schnell, aber 2852.
Geht mal nicht hoch. So. Automatik. Aktiviert, gehen wir auf 15 km/h. Das müssten wir ja theoretisch 2,8, 4, 2000 mal 4000, 5,6 rauskommen. 5,6 ungefähr. vier, obwohl das ganz schön unrealistisch ist, ne? Es würde also 5,6, also mit mit 15 km auch kein Verlust. Ist aber echt unrealistisch, ne? So. Aber ich fahre mit 6 km/h. Das andere ist doch sehr, sehr, sehr realitätsfern, ne? Ich hatte neulich mal Klaas gesagt wegen Mengen, das war Case gewesen. Entschuldigung dafür. Das war ein Case mit Drehscheibe gewesen. Das war in den USA, haben sie praktisch schon Felder bewässert im Kreis. Da ist ja eigentlich recht trocken oder zu trocken. Aber von den Temperaturen optimal. Und da haben sie das halt optimal bewässert und da gab es pro Samen ungefähr 7 Halme. Natürlich, wenn jetzt optimale Bedingungen herrschen, auch mit Wasser und so, kannst du höhere Erträge einbringen. Und da haben wir das Problem, dass es da eigentlich zu trocken ist und die Grundwasservorräte auch zu nahe gehen. Also da tun wir den Bauern jetzt schon leid. Tja, wollte halt versuchen, die nötigen Folgen aufzunehmen. Damit ich dann zum Freitag muss ich eine Folge hochladen. Ich habe letztes Mal nicht geschafft, die nötigen, also die 8 Folgen zu machen. Obwohl ich da eigentlich, ja, ich war zu müde. Irgendwie war ich zu müde. Aber nach der Spätschicht, da weiß ich halt, ich kann früh ausschlafen, ne? Da klingelt kein Wecker, da klingelt nichts. Da, wenn ich wach werde, werde ich wach, ne? Da geht dann halt entsprechend dann los, ne? Tja, mal sehen, was Rocken so einbringt an Preis, ne? Ob wir da ein bisschen mehr verdienen können. Glaube ich eher nicht, weil dort stehen gelassen und gleich mitnehmen. Das geht nicht. Weil wenn es ein bisschen mehr einbringen würde, könnte aber auch sein, dass es dadurch die Ertragsmenge kleiner ist. Ne? Ich glaube, Weizen hat einen höheren Ertrag. Obwohl ich hier nicht optimal gedüngt habe, mal zusammen. Schlichtweg den Zeitpunkt überschritten. Ich muss dazu sagen, das ist irreführend. Ich habe im Herbst ausgesät und im Frühling, ja, war das schon recht gut ausgewachsen und ich kam mit Düngen nicht mehr daher. Das muss ja auch normalerweise zumindest in der Theorie auch wirken können, ne, wenn es entsprechend. Entsprechend sich einpegeln, ne? Also muss ja auch noch, wenn es trocken ist, ist trocken, dann braucht nicht mehr düngen. Das Wachstum eingestellt und dann ist nur noch, wenn die Frucht trocken wird, ne? Also ist Umwandlung von
im Stärke, ne? Ja, aber ich hätte mir eigentlich schon einen größeren Drescher gewünscht. Aber ist nicht. Wir müssen aufpassen. Ja, aber mit Käse und Glas habe ich durcheinander gebracht, weil ich ein Glas aktuell fahre. Ne? Hier gibt es ja aktuell nur eine Marke für Drescher. Ich meine, das im Prinzip ist das egal im Spiel. So, 10.000. Drinne. Voll. Kamera wollte ich gucken hier. Ey, das ist cool. Das ist unsere Heckseite, ne? Das sehe ich das erste Mal. Gut, so rückwärts fahren ist nicht schlecht, ne? Da ja viele mit dem Spiegel fahren. Und ich habe ja hier in dem Sinne keinen Spiegel. Ich muss mal ganz kurz Lenker und deaktivieren mit der O-Taste. Sonst fährt er mir ständig wieder ins Feld. So, gleich mal aus und sich machen. Und das Rohr ausfahren, damit wir die Breite abschätzen können. Ja, da geht nichts mit Lenkung. Wenn das Menü auf ist, reagiert die Lenkung nicht. Aber wir müssen was vergessen zum Auster. Alles rocken, alles meins. Genau. Bin auch gespannt, was wir verdienen können. Wer findet das zum Schluss? Zum Schluss werde ich wieder verkaufen. Oh, 70 Liter, also echt knapp da. Also der Händler ist auch ein bisschen geizig. Ist doch scheißegal, wie er das, ob er nur halb voll oder dreiviertel voll oder ganz voll ist. Ist für mich entscheidend, dass ich nicht tanken fahren muss. Ne? Denn ich habe nur für 4 Stunden gebucht, also bis es gleich 7. Ja, wenn es um 10 Uhr ist, aus die Maus. Gut, die nächsten Felder werden ein bisschen kleiner. Letztes Mal habe ich zu lange ausgeliehen. Und dieses Mal muss ich zusehen, dass ich fertig werde. Ja, da muss ich ihn ja sehen, zur Not. Doch mit Dings fahren, ne? Mit 15 km/h zum Schluss. Und das immer sehen kann. Ich sag mal so, Junge, da musst du eben das Gaspedal und Bremspedal, das war ja eben nicht die Stamm vorgesehen, sieht so aus, ne?
Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ne? Im März soll ja ein Update kommen für neue Fruchtsorten, ne? Der Dreck fliegt. Ja, Raps, Hafer, Sonnenblumen. So, dann brauchen wir sicherlich auch für, ja, für Sonnenblumen ein neues Schneidwerkprinzip. Wo man könnte auch noch von Mais nehmen, ne? Also wenn ich jetzt hier nur. So. Und ohne Lenkung muss ja übernommen werden. Weil ich selber kann ja schlecht einschätzen, links und rechts, und links vor allen Dingen, dass man da optimal die Kante nimmt und dass man da nichts verschenkt, ne? Weil wie man so sieht, optimal geht das nicht weg, ne? Aber wie gesagt, das ist eine Entwicklung noch, ja, das muss ein bisschen Geduld haben. Denk mal, das wird schon was werden, ne? Kann man da noch mehr einstellen? Ja. Kann man. Das ist Teil. Das Wetter spielt mit. Ich gar nicht geschaut im Wetterbericht. Aber mittlerweile haben wir schon paar Tönnchen eingenommen. Jetzt haben wir einen dritten Gang, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Die Schaltung wird auch animiert, ne? Auch nicht schlecht. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier bei Kettel und Kopf mit der Ernte von Roggen. Leider ist es so. Aber das erste Feld haben wir bald geschafft. Und dann geht es zur nächsten Folge, wenn wir mal kurz im Hof fahren und da mal gucken nach rechten und das Getreide ins Lager abliefern, ne? Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.